Noch so einer. Ich mag die nicht. Bleib da! So. Ich merke schon, das wird ein schönes Kapitel werden. Ich habe da jetzt schon keine Lust drauf. Was ist denn da drinne? Das Herzen? Scheiß Viecher, ey. Jetzt hab ich da auch noch was? Ach Mann, ey. Ich hab gleich noch so Viech. Wieder eine defekte Tür. Ach, hier sind wir. Aufgabe erfüllt. Achso, ich hab's. Okay. Okay, das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Na, mach mal nicht ins Hepp. Ich habe hier viele kleine Viecher. Mir ist lieber ein großes Viech, was man treffen kann, als ein kleines Viech, was man nicht treffen kann. Oder schwer treffen kann. Sehr. Das gefällt mir gar nicht. Das. Willkommen zurück. Gehen wir erstmal in den Shop. Könnte ich mir einen Flammenwerfer leisten? Das will ich eigentlich auch. Streumunition war ganz schön Platz weg, wa? Ja, verkaufen kann ich nicht wirklich irgendwas. Weiß nicht, kaufe ich mir den jetzt? Na komm. Ich will den haben. Sehen, wie die es hier im Kampf macht. Und wir erstmal speichern die. Ich hatte noch eine Sache, was ich überschreiben will. So, den hier. Okay, dann lass uns mal die Barrikade springen. Oder auch nicht, weil mir noch eine Tibi-Bombe fehlt. Das heißt, ich muss wahrscheinlich dahin. Genau. Können wir auch gleich mal den Flammenwerfer wahrscheinlich aussetzen. Was ist das? Das klingt gar nicht gut. Ich geht aus. Das wird ja immer besser. Ach Gott, ey, ich hasse sowas. Oh. Der macht mir irgendwie Angst. Okay, drauf schießen kann ich auch nicht. Flammenwerfer bereithalten. Und vorsichtig hingehen. Hey. Du. Alter.
der sich mit so einem Körper überhaupt noch bewegt hat, ey. Aber warum holt er sich die ganze Zeit den Kopf gegen die Wand? Das geht ja gar keinen Sinn. Also statt seinen Kopf irgendwie in so einen Teil reinzuhängen oder so, damit man irgendwie schwer stirbt oder so. Nein, einfach gegen die Wand laufen. Oh Mann, Alter, was war das? Ich will dies ehrlich gesagt gar nicht erst wissen. Der Freund war Gott. Eine Energieknoten haben wir. Kapazität. Schaden. Ich würde am liebsten meine Rick ein bisschen aufpassen. Auch wenn es mir momentan noch nichts bringt, aber die Trefferpunkte hätte ich schon gerne im Stich bekommen. Ein Textlock. Okay. Überbrücken. Was ist denn das? Bitte einen Energieknoten zu überbrücken. Wow. Danke. Das hätten wir auch früher sagen können. Jetzt habe ich den Kraft verbraucht. Okay. Was zur Hölle ist das? Was haben die mit denen gemacht? Bewegen wir es einfach weg. Was ist das? Achso, dieses Vieh. Brauche ich ja voll lange, um die zu killen. Das ist ja irgendwie scheiße. Ich will mein Geld zurück. Das will ich reinkommen und lieber. Ich habe mal ein Kurzgewehr genommen. So, scheiße. Einen Energieknoten. Ja. Ich glaube, den geht's nicht so gut. Ein Schema, Impulsprojektile. Und ein Energieknoten. Jetzt hol ich wieder einen. Alter! Boah! Scheiße. Ich glaube, das wird auch häufiger passieren. Mit denen habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Aber gehen wir erstmal zurück und setzen den Energieknoten da hin. Weil da will ich echt gerne rein. Sich gelohnt hat. Das war Energie, Brennstoff. Medipack groß. Und Stahlmunition. Aber mein Inventar ist voll. Yay. Nehmen wir das kleine Medipack. Nehmen wir das mit. Die ganze im Shop bringen mit den. Ja, Mann. So, da muss ich mit mir rumschluren. Da mache ich eigentlich viel zu viel. Nehme die ganze Schreibmunition mit. Oh, die Sie haben da unten was gefunden, richtig? Ja, wir haben was gefunden. Dann stimmt.
in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und dem, was ich gesehen habe, war nichts gründlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Mathias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Mathias. Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Da unten sterben Menschen. Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terence? Na? Okay, also ich bin in dem Sinne nicht so gläubig. So, das Brennstoff fahre ich mal weg, weil der Flammenwerfer ist so, nicht so gut, wie ich dachte. Da bin ich die Halbleiter mit. Und dann gehen wir mal weiter. So, wie es aussieht, muss der hier da rein. Ich glaube, der muss da richtig rein. Oder ja, komm. Nimm den. Okay. Na komm. Jetzt pack den da rein. Hä? Der muss doch da rein oder nicht? Mach den da rein. Also. Warum denn nur so schwer tun? So, die ist immer noch zu. Dann gehe ich mal oben. Strahlenkanone ist ja echt mega geil. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube nicht. Ja, noch 1000 Credits bei sich. 1200 sogar. Sehr schön. Speichern wir erstmal. Speichern ist immer schön. Obwohl man es alle paar Minuten tut, aber man kennt es ja. Je öfter man speichert, desto besser. So. Ist hier Inizant. Okay, hier ist nix. Okay. In einem Warteraum haben Sie nur einen begrenzten Sauerstoffvorrat. Vergessen Sie Luftkanister und Luftstationen, um Ihre Luftanzeige zu füllen. Okay. Jetzt wird es hier ziemlich ruhig. Ich darf mich auch nicht zu lange aufhalten. Das löst meine Inventar voll. Nee, warte. Scheiße. So viel zur Zeit. So, ablegen. Ja, ist ja gut. So. Ist hier noch irgendwas? Flammenbrennstoff brauche ich sowieso nicht. Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Sieht ja irgendwie cool aus hier, ne?
Schwerkraft deaktivieren. Zero-G-Sprung. Und wenn er mir jetzt mal nicht die Controllersteuerung anzeigen würde. Moment. So. Was hat jetzt? Ja. STRG und ihn. Warte. STRG. So. Hä? Super! Hat's mir echt gebracht. So. Ah. Oh. Ich glaube, das war daneben. Ach so. Ich muss da hingucken, wo ich hin will. Wenn man da hinspringen kann. Ah. Of she's. Die Orientierung hier ist nicht gerade die beste. Hier oben war doch gerade eine Kiste. Was passiert hier? Nicht, dass hier jetzt irgendwie gleich Feuer durchgeht oder? Keine Ahnung. Ah, da ist die Kiste. Nein, die Stase. Da. Dann jump ich mal darüber. So. Und hier ist der Energiepack hier. Und setzen das da mal rein. Das hat schon besser geklappt als beim letzten Mal. Ende der Schwerelosigkeit. Was ist das? Ah, ist die Credits mitnehmen. Achso, Flammenbrotshop. Ein Schockpad. Gut, Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann noch mehr kaum hören. Durch die Luftschächte. Okay, ich hab's noch Viech gesehen. Okay, den Herr auf Viecher. Alter. Wieder darüber. Okay, klappt hier nicht so gut. Wie das da hin? Und jetzt dahin. Sehr schön. Dann wollen wir wieder nach draußen. Ende der Schwerelosigkeit.
Stimme ist irgendwie cool. Eintritt Marco. Rennen wir mal hier durch. Oder auch nicht. Scheiße. Den habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, hallo. Geh weg. Mach die Tür nochmal dicht. Ja. Ende des Vakuums. Das ist gut, kommt hier gleich rein. Oder auch nicht. Will ich zufällig ein kleines Minikit? Nee. Ich glaube, ich könnte wohl mittleres nehmen. So. Speichern. Boah. Mal machen. So, nehmen wieder den hier. Und gehen weiter. Gehen wieder rüberziehen. Und wir können hier kommen. Was ist da drin?